Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Selbsttäuschung. Was tue ich da eigentlich? Ja, viele Menschen täuschen sich ihr ganzes Leben lang selbst, mit sich selbst. Und das ist sehr frustrierend, weil keiner will sich selbst täuschen. Jeder will eigentlich wissen, was ist mit mir? Und wenn man das aber eben nicht weiß, dann rennt man dauernd was anderem, ich sag bewusst, was anderem hinterher, als wie sich selber. Und ich möchte mir auch nicht mir selber hinterherrennen, sondern ich will eigentlich ich sein. Und die Frage ist, bin ich ich? Bin ich so, wie ich bin, auch gut so? Bin ich okay, so wie ich bin? Also Selbsttäuschung ist, dass ich mir was vormache, was ich in Wirklichkeit gar nicht bin. Und wenn ich mich lang genug selbst täusche, wenn ich mich lang genug in ein anderes Selbstbild hineinarbeite, das ich gerne sein will, bin ich es dann auch. Das kann natürlich jetzt im Positiven sein, dass ich wirklich hart an mir arbeite, dass ich da auch positiver eben mich entwickle. Aber das ist jetzt nicht Selbsttäuschung, sondern das ist Selbstentwicklung und das wollen wir alle. Also wir wollen ja weg von unseren schlechten Eigenschaften und Gewohnheiten und Verhaltensweisen hin zu sozial verträglicheren Verhaltensweisen und Gewohnheiten und wollen innerlich zufrieden sein mit dem, so wie wir sind. Passt, wunderbar. Da sind wir aber auf dem richtigen Weg. Viele Menschen gehen ja leider den anderen Weg. Die wären an sich gar nicht so, wie sie sich jetzt geben. Also keine Ego-Schweine und keine Menschen, die andere manipulieren und wären eigentlich keine Menschen, die nach oben eben versuchen zu ziehen und nach unten zu treten und so. Also das wären sie ja an sich gar nicht, aber sie sind es dazu geworden. Und jetzt kann man sagen, ja, ich wurde dazu gemacht, ich habe keine andere Chance gehabt, ich habe ja auch überleben müssen und so. Ja, jo, das ist aber oft eine schlechte Ausrede. Und meine Empfehlung wäre, sich da einmal gut anzuschauen, ja, wie will ich denn sein? Wie will ich wirklich sein, wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn ich nicht im Stress wäre, wenn ich nicht in so einem beruflichen Druck bin, wenn ich nicht so eine Beziehung leben würde, die ich jetzt lebe, aber gar nicht leben will, weil mich das gar nicht erfüllt und weil ich merke, das tut nicht gut, so wie ich bin. Ich habe so viel Menschen auch in der Therapie, die mir sagen, na, ich will gar nicht so sein, aber ich kann nicht anders, und dann in der Dynamik, dann geht es wieder mit mir durch und dann bin ich wieder so, wie ich genau nicht will. Dann ärgere ich mich über mich und das ist alles eine Form der Selbsttäuschung. Dass ich so, wie ich sein will, nicht bin, und so, wie ich bin, will ich nicht sein. Ich mache mir was vor und schaue dann nicht hin und es reagiert in mir. Wie komme ich da raus? Indem ich für mich mal kläre, was sind die Verhaltensweisen, die mich am meisten schwächen. Und die Verhaltensweisen, die mich am meisten schwächen, sind die, die mich in diese Selbsttäuschung hineinführen. Und dann versuche ich mal eine einzige Verhaltensweise herzunehmen und die mal versuchen zu ändern. Also wenn ich immer meiner Frau ungeduldig ins Wort falle, versuche ich das mal zu minimieren. Sonst nichts. Die anderen 97.000 negativen Verhaltensweisen lasse ich mal. So viele sind es nicht, Gott sei Dank, aber ich nehme nur die eine her. Gut, also so kann ich Schritt für Schritt rauskommen. Wenn Sie merken, boah, die 97.000 kriege ich überhaupt nicht hin und ich fange mal gar nicht an, weil das hat eh keinen Sinn mit mir, dann bin ich gerne bereit, wenn Sie keinen Psychotherapeuten vor Ort finden, gerne mit Ihnen ein kostenloses, kurzes Erstgespräch zu führen, wo wir klären können, ob das für Sie eine Hilfe ist, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten. Unten in der Videobeschreibung gibt's einen Link dazu, wo wir Dinge kurz abklären können. Nehmen Sie es gerne in Gebrauch. Zweite Art der Selbsttäuschung ist, wenn ich mir was vormache, weil ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt. Beispiel, ich bin im Job nicht gut und muss meinem Chef dauernd sagen, na, das habe ich noch nicht zusammengebracht und das ging noch nicht und das ist leider noch nicht fertig und so, ja. Und dann muss ich irgendwie für mich eine Erklärung finden, auch für mich selber, damit ich für mich gerade stehen kann, damit mein Selbstwert aufrecht bleibt,
was ich da jetzt da tue, weil ich es nicht zusammenbringe. Und dann finde ich Dinge, die mir helfen, dass ich unzufrieden bin. Und zum Beispiel ein Punkt ist, dass ich das Gefühl habe, ist überhaupt nicht in Ordnung, der Chef gibt mir viel zu schwere Sachen und ich bin der Einzige, der an diesem Projekt arbeiten muss und das ist einfach unfair und ich fühle mich da missverstanden. Ist eine Selbsttäuschung. Warum ist es eine Selbsttäuschung? Weil ich nicht in der Lage bin hinzuschauen, dass das jetzt meine Aufgabe ist und dass ich einfach schauen muss, wie kriege ich das hin. Und wenn ich es nicht hinkriege, muss ich mit dem Chef reden und sagen, aus den und den Gründen kriege ich es nicht hin. Also ehrlich, transparent und offen kommunizieren. Wenn ich aber versteckt und so kommuniziere, dass ich die Wahrheit schon verbiege und dass es schon in Richtung Lüge geht, bin ich nimmer am richtigen Weg. Und weil es mir dann peinlich ist vor den anderen, dass ich eigentlich die Wahrheit verdrehe, täusche ich mich selber und rede mir selber ein, dass das eh okay ist, so wie es ist, weil es ist ja ein Witz so, und rede mir selber meine Lüge ein, dass meine verdrehte Wahrheit eh in Ordnung ist. Und da gibt's 1000 Beispiele dafür, ja. Wenn ich mit meiner Frau streite oder wenn ich mit meinem Mann streite, und ich merke dann, puh, das ist aber eigentlich nicht gut gewesen und das war eigentlich schon mein Thema, dass das so schief gegangen ist. Ja, Moment, das lag jetzt an mir, dass ich so bin und nicht am anderen. Aber ich bin dann verärgert, dass der andere schon wieder so ungut ist und weil der andere so ungut ist, habe ich ein Recht, jetzt da so zu sein, wie ich bin. Na, tut mir leid, ich kann sagen, Moment, Grenze. Ich möchte nicht, dass sie mit mir so umgehen oder mir ist wichtig das oder eben jetzt zu meiner Partnerin oder zu meinem Partner, ich streite da mit dir nicht drüber, wenn wir drüber nicht reden können, dann schweigen wir mal, aber ich möchte nicht das weiter eskalieren, ich möchte nicht noch mehr nachlegen, dass es noch schlimmer wird, stopp, ich lasse mich nicht von anderen täuschen und ich lasse mich nicht von mir selber täuschen. Die Täuschung, die Manipulation von anderen kann schon auch ein Ausschlag sein, kann auch möglicherweise sogar der Start sein, dass ich mich selbst täusche. Aber wenn ich einen schwachen Selbstwert habe, dann beginne ich mich selber zu täuschen, weil ich es nicht aushalte, dass ich mich deshalb schlecht fühle und mit der Selbsttäuschung fühle ich mich besser. Dritte Art der Selbsttäuschung ist, dass ich mich versuche, selber besser wahrzunehmen, als ich bin. Dass ich mir Dinge einrede, wie cool ich bin, und da bin ich halt wieder bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Gibt's ja auch einige Videos von mir. Sie kennen vielleicht den Cartoon, wo eine Katze sich in den Spiegel schaut und im Spiegelbild ist ein unglaublich prächtiger Königstiger, ja. Also der Stubentiger sieht sich als Königstiger, ja. Und das stimmt halt nicht. Stubentiger ist Kotz und Kotz ist Kotz, ja. Ist in Ordnung. Kotz ist ein wunderschönes Tier, ein wunderschönes Wesen. Also passt ja. Aber warum will ich mehr sein, als ich bin? Mehr Schein als Sein. Und da sehen wir schon, so kommen wir nicht gut weiter, ja. So hängen wir uns eigentlich dann in ein Ideal hinein, was wir sein wollen, was wir eh nicht erreichen. Wir frustrieren dann wieder, weil wir das nicht hinkriegen, das ist Ideal. Und dadurch, dass wir es dann nicht hinkriegen, ist dann das Ergebnis, dass nichts ist und dass wir eigentlich stehen. Weil wir stehen deshalb, weil wir das Ideal nicht erreichen. Und das Wesentliche ist, bitte das Ideal runterholen zu dem, was es ist. Wenn ich eine Katze bin, bin ich eine Katze. Und es ist okay, dass ich eine Katze bin. Ich brauche kein Tiger sein. Auch wenn ich vielleicht vom Tiger abstamme. Keine Ahnung. Ja? Wenn ich ein Hund bin, bin ich kein Wolf. Ja? Auch wenn ich ein Wolfshund bin vielleicht. Ja? Ich bin was anderes. Das, was ich bin, bin ich. Und das ist okay. Ob ich mich dann nachher versuche, weiterzuentwickeln, ja, ist okay, aber ich werde dann vielleicht ein sehr guter Wolfshund sein, eine sehr gute Katze sein, aber ich werde kein Wolf werden als Wolfshund und ich werde auch kein Tiger werden als Katze, das schon gar nicht. Wenn ich das nicht anerkenne, renne ich dauernd dem Bild, dem Ideal nach des Tigers, was ich nie erreichen werde. Ich bin nämlich urkomisch, jeder denkt sich, was ist mit der Kotz, ja? Und wundert sich, was da eigentlich abgeht bei dem Menschen. Aber
Das ist deshalb, weil ich mehr sein will, als ich bin. Und das ist auch wieder Selbsttäuschung unter diesem dritten Aspekt, wo ich eigentlich mich selber lahmlege. Und das ist schade, dass ich mich selbst da lahmlege, weil dadurch werde ich nicht ernst genommen von den anderen. Ich kriege negatives Feedback und dann muss ich noch mehr scheinbar mich aufblustern und mich wichtig machen, damit ich wahrgenommen werde. Ich werde aber deshalb nicht mehr wahrgenommen. Es bleibt so, wie es ist. Deshalb kleine Brötchen backen, sich innerlich auf das besinnen, was ich bin, auch mit dem zufrieden sein, mit dem ich bin, meinen Selbstwert so stabilisieren mit dem, was ich bin, nicht mehr und nicht weniger, und dann passt's auch. Alles andere führt mich eigentlich weg von mir selber und führt mich auch gar nicht mehr zu den anderen hin, sondern führt mich eher von den anderen weg, weil die Leute merken irgendwann, dass ich unauthentisch bin. Und diese Authentizität wünsche ich ihnen, dass sie merken, so bin ich und so ist okay. Und tatsächlich, sie sind okay, so wie sie sind. Alles Gute für sie.